Weidejagd ist Hexte, ist die Hirschprompft. Und wir sind mit der Kamera im Salzkammergut bei meinem Bruder unterwegs und möchten euch eindrucksvolle Bilder liefern zur Hirschprompft 2022. Ganz frisch, Hirschscherte. So, die erste Sohle. Jetzt gehen wir da weiter. Ortspumpfgeruch haben wir schon. Am ersten und zweiten Tag sind wir am Beobachtungsplatz gesessen, weil eben der Chef da war und hat auf den Hirsch geärgert. Und wir haben uns das eher von der Ferne angeschaut, aber trotzdem beeindruckend. Am ganzen Hang überall war Rotwild. Also ich muss ehrlich sagen, ein Revier, das was so eine Rotwilddichte hat, das habe ich mein ganzes Leben noch nie gesehen. Da schreien die Hirsche von jeder Richtung an. Oben, unten, rechts, links, überall. Also das ist ein Orchester, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist unglaublich. Und nachher siehst du es da so in die Schläge oder in die Schneisen durchziehen und alles. Mit den Tieren. Und das ist sagenhaft. Weißt du, der Hirsch ist normal ein gemütlicher Typ. Aber wenn es dann um seine Weiber geht, dann wird er ein richtig unangenehmer Teufel, weil dann versteht er keinen Spaß mehr. Weil der Hirsch, der denkt ja noch so wie mir. Also ganz ehrlich, weil wenn einer zu meinem Weiberli kommt, dann muss ich dann auch weiter. Also da gibt es auch kein Pardon. Und genauso denkt sich der Hirsch das auch. Die Hauptrumpf bei uns in die Berg ist Ende September, Anfang Oktober, und da fliegen eben die Hirsch in Kolbild auf die traditionellen Rumpfplätze. Darum ist es gar nicht so unüblich, dass Feisteinstand und Rumpfplätze voneinander getrennt sind. Sprich, es kann auch durchaus passieren, dass da die Hirsch von mehreren Kilometer Entfernung zu die Prumpfplätze ziehen, und es ist ja immer wieder der Fall, dass da komplett unbekannte Hirsche auftauchen, die was der Jäger eben nicht kennt, und deshalb ist es immer wieder ein beeindruckendes Spektakel. Und da verschiedene Hirsche sich am Prumpfplatz messen und eben um die Gunst für die Tierbullen. Mm-hmm.
Natürlich spielt das Wetter und der Mond auch eine bedeutende Rolle, wie intensiv das die Brunft ist. Weil stattfinden tut sie jetzt ja, weil sonst gab es ja keine Kühe und nichts. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein warmes Wetter ist und Vollmond und so, dann verlagert sich das halt alles in die Nacht und du siehst ja keinen Hirsch. Auf der anderen Seite, wenn es dann richtig kalte Nacht hat und reifig ist und unterm Tag auch die Temperaturen nicht über 5, 6, höchstens 10 Grad steigen, dann siehst du den ganzen Tag die Hirsche schreien und überall auf die Schläge, du siehst das Kohlwild. Das ist dann wieder so eine Sache, wo du dann am Sitz sitzt und dann hast richtig Ganselhaut, weil das ist mir jetzt nicht nur einmal passiert, sondern öfter schon. Da konzentrierst du dich auf den Schlag vor dir und auf einmal 10, 15 Meter neben dir, dann höllert das ein Bass dir entgegen und dann ist es richtiger Gänsehautalarm, weil dann merkst du eigentlich, was für Urgewalt da dahinter steckt. Da haben wir jetzt zum Beispiel eine Situation, wo zwei gleich starke Hirsche aneinander kommen. Jetzt haben die Breitseiten imponieren, dann wird er mal gescheit gerät, damit er die Stimme auch hört und damit er weiß, mit wem er es zum Tor hat. Und wenn das dann noch immer nicht reicht und er glaubt, er kann sich da mit dem Schäf anlegen, nachher kommt es dann wirklich zum Kampf. Der Kampf selber dient ja nicht dazu, dass er den Gegner quasi vernichtet, sondern es ist eigentlich ein Schiebekampf, wo wirklich die Kraft gemessen wird. Und dabei verkeilen sie die Geweih ineinander, da kommen dann wieder die Enten ins Spiel, damit sie die zwei Gegner nicht wedern. Natürlich, es kommt jetzt mal wieder vor, dass Hirsch da erleben lassen, aber das ist halt die Natur, da kann man nichts machen dagegen. So, guten Morgen, ein kräftiges Alpenzelt, wir sind jetzt gerade am Aufstieg zum Hofplatz und wir hoffen, wir werden da schöne Pumpszenen erleben dürfen.
Also wir werden sehen.
Und für diejenigen, die was jetzt auf einen Abschuss von Hirsch gewartet haben, für die habe ich jetzt einen netten Spruch auf Lager. Und zwar: Und wenn es nicht ums Jagen wäre, als nur im Wald zu streifen, zu hören, wie der Kuckuck ruft und wie die Finken pfeifen, den Schwätzern aus dem Weg zu gehen und keine Narren mehr zu sehen, es ist genug der Lust dabei zum Lob der Jägerei.